Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Webtechnologien in dieser Woche. Wir machen heute weiter mit unserem kleinen Ritt durch die verschiedenen Webtechnologien, die uns am Ende dazu helfen sollen, interaktive Webseiten und auch kleine Webanwendungen zu implementieren, und werden uns heute mit dem Thema JavaScript das erste Mal beschäftigen. Bevor wir anfangen, wie immer, wenn Sie irgendwie Fragen haben, wenn Sie Feedback haben oder wenn Sie vielleicht auch einfach jetzt nur kurz Hallo sagen wollen, schreiben Sie doch in den Chat rein, entweder auf Twitch direkt oder, wenn Sie möchten, in dem Rocket-Chat von der Uni Regensburg. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Bevor ich zu den Folien wechsle und wir die durchgehen und dann unsere kleine Vorlesung vielleicht am Ende auch mit einem praktischen Beispiel abschließen, nochmal ganz kurz schon mal als Warnung der Hinweis, dass zumindest akustisch gerade neben meinem Büro hier ein Haus abgerissen wird. So hört sich zumindest an seit einigen Stunden. Und wenn ich mal irgendwie kurz still bin und stocke, dann liegt das daran, dass ich hier gerade wunderbaren Lärm höre. Aber ich glaube, bei Ihnen kommt das gar nicht so an. Zumindest in den anderen Streams heute war das für die Zuhörer und Zuhörerinnen kein Problem. Also nicht wundern, wenn ich mal kurz ein bisschen abgelenkt wirke. Das liegt an dem akustischen Teppich, der hier um mich herum tatsächlich liegt. So, wir fangen jetzt aber mal an und ich wechsle einfach mal direkt zu meinen Folien, die ich vorbereitet habe. Und dann starten wir in diese Sitzung. Ich habe schon angekündigt, es geht heute darum, dass wir uns mit JavaScript beschäftigen. Es geht darum, dass wir uns mit JavaScript beschäftigen. Und wir machen das deshalb, weil wir einen Schritt weitergehen wollen in dem, was wir mit Webtechnologien erledigen können, und tatsächlich jetzt zu interaktiven Webseiten überwechseln wollen. Was wir heute uns anschauen werden, ist, was denn so eine interaktive Webseite eigentlich von einer statischen Webseite unterscheidet, wo wir aktuell stehen mit dem, was wir mit HTML und CSS können, und was wir mit interaktiven Webseiten dann vielleicht für mehr Möglichkeiten haben. Ich werde Ihnen ganz kurz ein bisschen was zu den Grundlagen von JavaScript vorstellen, wie sich das in den Browser tatsächlich dann integrieren lässt, was so der grundsätzliche Syntax ist. Sie werden aber auch in den Übungen genügend Zeit haben, und ich sage jetzt schon mal, dass wir auch in den nächsten beiden Wochen uns weiter mit diesem Thema JavaScript auseinandersetzen werden. Also das ist jetzt ein ganzer Block, das heißt, Sie müssen keine Angst haben, wenn das jetzt hier ein bisschen schnell oder sowas wirkt. Ich möchte Ihnen in der Vorlesung so einen ganz grundsätzlichen Überblick darüber geben, wie JavaScript im Browser funktioniert und was Sie für Möglichkeiten haben und was Sie vielleicht für Paradigmen kennenlernen werden, die Sie jetzt aus anderen Programmierkursen noch nicht kennen. Und die Details, den Syntax, wie schaut jetzt irgendwie eine Variable oder sowas aus, sehen Sie auf den Folien, werden Sie aber auch in der Übung mit ausreichend Zeit dann selber trainieren können. Also eine ganz kurze Einführung in JavaScript. Wir schauen uns dann ganz konkret an, wie wir mit JavaScript in diesem Kontext Webtechnologien das User Interface unserer Webseite oder unserer Anwendung, nämlich den HTML Code, der da gerendert wird, manipulieren können. Wir werden da wieder auf dieses DOM stoßen, was wir aus der letzten Woche kennen, und können uns dann am Ende vielleicht das Ganze in der Form von einem praktischen Beispiel auch nochmal gemeinsam anschauen und so eine kleine erste interaktive Webseite gemeinsam implementieren. Das Ganze wird fortgeführt in der Übung, in der Sie das Ganze dann nochmal ein bisschen vertieft praktisch mit Martin umsetzen. Ich fange jetzt einfach mal an, und motivieren vielleicht erstmal so ein bisschen, warum wir jetzt noch irgendwie eine neue Webtechnologie einführen. Also warum wir jetzt zusätzlich zu HTML und CSS jetzt nicht nur eine neue Technologie einführen mit JavaScript, sondern auch sogar eine neue Programmiersprache. Also Sie kennen ja alle irgendwie Programmiersprachen, wenn Sie den DH-Studiengang hier bei uns besuchen, dann haben Sie ja zumindest Python hinter sich gebracht. Wir werden auch ein bisschen auf die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten eingehen, aber trotzdem ist das jetzt vielleicht irgendwie
erstmal ein bisschen unverständlich, warum wir eine neue Programmiersprache lernen und warum das der Fall ist, das sehen Sie jetzt gleich auf den folgenden Folien. Erstmal den Status quo, den wir im Moment haben. Wir entwickeln im Moment statische Webseiten. Wir entwickeln eigentlich statische HTML-Dokumente mit CSS-Styling, weil wir das Ganze ja noch gar nicht ins Web irgendwie gebracht haben. Aber auch wenn wir das nur lokal verwenden, kann das ja eine Webseite sein, die ist aber statisch. Was heißt das? Sie geben irgendwie eine URL ein oder Sie öffnen ein HTML-Dokument auf Ihrem Rechner. Der Browser bekommt dieses HTML dann entweder über die HTTP-Schnittstelle von einem Server übergeben oder bekommt es vielleicht vom Betriebssystem als Dateiinhalt übergeben und parst dieses HTML. Also alles, was da drin steht, wird verwendet, um den DOM aufzubauen. Wenn da irgendwelche Ressourcen drin stehen oder auf Ressourcen verlinkt wird, werden die auch geöffnet und darüber kommt dann vielleicht irgendwie CSS-Code in diese Browser-Webseite rein und aus diesem ganzen Konvolut an Informationen erstellt der Browser dann eine HTML-Seite, die dargestellt wird. Also dieses HTML-Dokument wird im Browser angezeigt. Wenn wir jetzt irgendwas an diesem Dokument verändern wollen, also wenn Sie irgendwie ein neues Bild einfügen wollen, wenn Sie irgendwas anderes zeigen wollen, dem Nutzer und der Nutzerin oder der Nutzerin, dann muss dieser gesamte Prozess neu durchlaufen. Das heißt, im Fall von einer statischen Webseite, die auf einem Server liegt, wir müssen eine neue Anfrage stellen. Wir müssen nochmal irgendwie diese Inhalte parsen. Wir müssen nochmal die Webseite rendern, damit wir das dann anzeigen können. Also in einer statischen Webseite oder in einem statischen Kontext ist die einzige Möglichkeit, wie wir Inhalte neu den Nutzern und Nutzerinnen präsentieren können, dass wir eine neue statische Webseite im Browser rendern und dafür noch einmal tatsächlich diesen kompletten Prozess durchlaufen. Das ist das Prinzip von einer statischen Webseite. Wir bekommen einen Inhalt oder einmal mehrere Dateien vom Server übergeben und wir rendern das Ganze dann. Dieses neue Laden von der Webseite, wenn man jetzt irgendwie neue Informationen anzeigen möchte, das kann in manchen Fällen tatsächlich auch ein Nachteil sein. Also wenn ich jetzt vielleicht irgendwie die nächste Seite von einem Buch, was irgendwie auf einer Webseite dargestellt wird, anzeigen möchte und ich muss diesen kompletten Prozess vielleicht irgendwie komplett nochmal neu durchlaufen, dann ist das vielleicht mit Zeitverlust tatsächlich verbunden oder vielleicht mit einem Unterbrechen der Interaktion. Sie wissen ja, ich arbeite am Lehrstuhl für Medieninformatik, vielleicht haben ja viele von Ihnen oder einige von Ihnen auch irgendwie so einen Kontext in die Informationswissenschaft rein. Sie wissen, dass uns irgendwie Benutzerfreundlichkeit tatsächlich sehr am Herzen liegt, sowas wie Usability oder User Experience und auch über solche Sachen machen wir uns Gedanken und wenn ich jetzt immer nur, weil ich eine Information austauschen möchte, die Interaktion von Nutzern und Nutzerinnen mit einer Webseite unterbrechen muss, weil eben im Hintergrund dieser Prozess anlaufen muss, dann ist das sicherlich nicht positiv für die User Experience. Es gibt manche Anwendungsfälle, die lassen sich auch mit so einem statischen Konzept vielleicht überhaupt nicht realisieren. Stellen Sie sich vor, Sie möchten vielleicht irgendwie einen längeren Text dem Nutzer oder der Nutzerin in verschiedenen Stücken präsentieren, also zum Beispiel wirklich sowas wie Seiten eines Buches, dann stoßen Sie vielleicht irgendwie an die Grenzen, wenn Sie das versuchen, mit so einer statischen Webseite zu realisieren. Vielleicht möchten Sie auch es erlauben, dass man einen großen Datenbestand, vielleicht eine Tabelle mit irgendwelchen historischen Informationen, mit vielleicht irgendwelchen wirtschaftlichen Informationen zu filtern. Also ich möchte mir vielleicht Teilbereiche von einem Informationsraum anschauen und in einem statischen Kontext müsste man dann eine entsprechende Anfrage für diese Teilmenge stellen, um dann ein komplettes Dokument mit diesen Inhalten zurückzubekommen. Das geht dann Hand in Hand mit dem Wunsch, dass man vielleicht eigentlich nur einen Teil von einer Webseite aktualisieren möchte. Wenn vielleicht diese Tabelle mit einem großen Datenbestand nicht das Einzige ist, das Einzige ist, was auf der Webseite angezeigt wird, dann
möchten Sie vielleicht nur diesen Teilbereich aktualisieren, um den es tatsächlich geht? Im Chat ist jetzt schon richtig angemerkt worden, dass man das Ganze kleinseitig machen könnte. Darum geht es heute. Also es geht heute darum, wie man das eben kleinseitig durch JavaScript implementieren kann. Das ist jetzt alles Motivation dafür, dass ich eben sowas dann nicht serverseitig mache in Form einer statischen Webseite, sondern dass ich ganz bewusst für diese Anwendungsfälle eben kleinseitige Lösungen schaffe. Wir stoßen also auf irgendwelche Grenzen, wenn wir nur mit diesem statischen Konzept ein HTML-Dokument, was vom Server kommt und gerendert wird, arbeiten, gerade wenn es eben um komplexere Darstellungen oder dann das, was am Ende von diesem Kurs vielleicht stehen wird, irgendwie sowas wie Webanwendungen anstoßen werden. Das Gegenstück dazu sind interaktive Webseiten, in denen wir unsere Webseiten oder Webanwendungen mit einer lokalen Komponente ergänzen, die es uns erlaubt, programmatisch gewisse Dinge, zum Beispiel sowas wie eine Datenaktualisierung, wie das Filtern von irgendwelchen Teilbereichen unseres User Interfaces umzusetzen, ohne dass wir dafür eine neue Anfrage ergänzen. Wir haben eine interaktive Webseite in dem Sinne, dass wir zusätzlich zu HTML und CSS jetzt eine neue Komponente einfügen, die es uns eben erlaubt, den dargestellten Inhalt der Webseite zu verändern, ohne dass dafür ein komplettes Neuladen des Dokuments notwendig ist. Das Prinzip ist erstmal das gleiche. Auch bei diesen interaktiven Webseiten beginnt es irgendwie damit, dass wir ein HTML-Dokument haben, was wir über eine URL anfordern und was dann vom Browser geparst wird. Neben CSS und irgendwelchen Bildern können wir aber bei diesem Vorgang über entsprechende Links in dem HTML-Dokument auch JavaScript-Code laden. Also wir können jetzt Quellcode mit diesem HTML-Dokument zusammen übertragen, der dann auf unserem oder in unserem Browser ausgeführt wird. Das hat erstmal zur Folge, dass die Webseite wie gehabt gerendert wird. Also die HTML-Dokumente werden geladen, das CSS wird verwendet, um eben dann am Ende die Strukturen und die Darstellung so zu zeigen, wie wir das gerne hätten. Und dieser JavaScript-Code, der ist auch auf unserem Rechner. Und dieser JavaScript-Code wird ausgeführt. Und den Code, den wir dort programmieren können und der zusammen mit unserer Webseite dann läuft, den können wir verwenden, um diese Webseite, die jetzt im Browser dargestellt wird, zu manipulieren. Wir haben jetzt plötzlich eine Möglichkeit, über Quellcode, über entsprechende APIs, die Sie im Laufe des Semesters kennenlernen werden, diese Seite, die am Ende von diesem Rendering-Prozess oder von diesem HTTP-Prozess steht, tatsächlich dann nochmal, während sie im Browser angezeigt wird, zu manipulieren. Und wir müssen dazu nicht mehr eine neue Seite anfügen. Wenn wir irgendwie ein neues Bild einfügen wollen, können wir das über die programmatische Herangehensweise im JavaScript lösen. Wir können über JavaScript den Text irgendwo auf unserer Webseite austauschen. Wir können eine Tabelle vielleicht über JavaScript hinsichtlich bestimmter Inhalte von irgendwelchen Spalten filtern oder sortieren. Und wir müssen für all diese Dinge nicht mehr eine neue, vollständige Anfrage für ein neues Dokument machen, sondern können ganz gezielt die interaktiven Elemente unserer Webseite durch eben JavaScript implementieren. Das heißt, durch diese Integration von eben jetzt tatsächlichem Quellcode, der auch ausgeführt wird, wenn unsere Webseite geladen wird, schaffen wir eben diese interaktive Komponente. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz ein Beispiel, um das noch ein bisschen stärker zu motivieren, was denn jetzt durch diese interaktiven Komponenten oder durch diese JavaScript-Komponente für einen Funktionsumfang geschaffen wird. Die Seite kennen Sie wahrscheinlich alle. Es ist die Startseite von Twitter, ein Ausschnitt zumindest davon, von gestern oder vorgestern, glaube ich, habe ich den Screenshot gemacht. Und das ist die Seite, so wie sie ausschaut, wenn Sie die in einem modernen Browser mit eingeschaltetem JavaScript tatsächlich öffnen bzw. sich anschauen. Es gibt von Twitter auch eine Variante, die ohne JavaScript funktioniert. Die können Sie, wenn Sie
JavaScript im Browser deaktivieren oder wenn Sie die URL entsprechend direkt eingeben, auch direkt aufrufen. Und die schaut so aus. Also es ist erstmal ein optischer Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. Und es gibt auch einen funktionalen Unterschied. Es gibt nämlich eine ganze Menge an Dinge, die Sie in dieser nicht mit JavaScript funktionierenden, also statischen Variante von Twitter nicht machen können. Es kann zum Beispiel nicht automatisch durch Scrollen neue Tweets nachgeladen werden. Das Prinzip kennen Sie sicherlich, vor allem dann auch vom Smartphone. Sie scrollen irgendwie in Ihrer Timeline und es wird immer neuer Content nachgeladen. Es funktioniert deshalb, weil über diese JavaScript-Komponente der Moment abgefangen werden kann, an dem Sie an diesen unteren Bereich Ihrer Liste hinscrollen. Dann kann im Hintergrund der neue Content, nicht die komplette Seite, sondern nur die nächsten Tweets geladen werden und in die Webseite integriert werden. Und das funktioniert bei der statischen Variante, bei der nicht interaktiven Variante eben nicht. Sie können auch nicht auf dieser Webseite irgendwie einen Tweet verfassen und dann auf dieser Webseite bleiben, um danach direkt vielleicht weiter in der Liste zu scrollen. Das funktioniert in der JavaScript-Variante wunderbar. Ich gebe hier irgendwas ein, tweete das und ich bleibe in diesem Anwendungskontext. Das funktioniert in der nicht-JavaScript-unterstützten Variante nicht. Ich kann auch nicht direkt antworten. Ich muss dann immer wieder auf eine Unterseite wechseln, diesen Vorgang, neue HTTP-Anfrage, Unterbereich wird gerendert, dann kann ich erst arbeiten. Ich habe keinen Auto-Completion in der Suchleiste. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie Videos abzuspielen. Das liegt jetzt weniger daran, dass das nicht ohne JavaScript auch funktionieren würde, sondern eher daran, wie das tatsächlich implementiert ist in der Twitter-Anwendung. Aber ich habe ganz, ganz viele Dinge, die nicht funktionieren, wenn JavaScript nicht eingeschaltet ist. Das ist jetzt per se nichts Schlimmes. Es ist gut, dass es auch solche Backup-Lösungen gibt. Aber das heißt, zeigt für uns jetzt nochmal, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben, wenn wir jetzt eben tatsächlich interaktive Anwendungen auf der Basis von JavaScript schaffen. Weil diese Liste kann man ja auch umdrehen und sagen, Dinge, die in der JavaScript-Variante möglich sind, zum Beispiel das automatische Nachladen von Tweets oder das Auto-Completion in der Suchleiste. Und dann ergibt sich eben, glaube ich, recht deutlich auch das Bild, das zeigt, dass Freiheit gibt, wir trotzdem irgendwie die zentralen Inhalte unserer Anwendung darstellen können. Und das haben Sie gesehen bei diesem Beispiel mit Twitter. Die beste User Experience für die größte Menge an Nutzer und Nutzerinnen hat wahrscheinlich diese JavaScript-Anwendung, aber es gibt vielleicht irgendwie auch Menschen, die aus verschiedensten Gründen diese nicht interaktive Version von Twitter eben nutzen wollen oder müssen. Und dafür ist dann dieser Fallback angeboten.
heißt jetzt irgendwie, ich habe ihn hoffentlich so ein bisschen schmackhaft gemacht, warum JavaScript toll ist und warum irgendwie die Implementierung von interaktiven Webseiten jetzt nochmal ein ganz neues Fenster öffnet in diesem Bereich der Webtechnologien. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wie das eigentlich funktioniert. Also wir wissen jetzt, wir können irgendwie mit JavaScript sowas machen wie die Twitter-App. Sie können im Chat so viel schreiben, wie Sie wollen. JavaScript hat ganz, ganz viele Probleme. Also ich habe es hier gerade nochmal versucht, irgendwie so auszufüllen. Ich habe mich jetzt auf sowas wie Barrierefreiheit oder sowas konzentriert. Aber sowas wie Privacy ist natürlich auch irgendwie ein Problem. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie in anderen Software-Kontexten, weil wir in JavaScript ja immer in dem Browser bleiben, so als Sandbox. Aber natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Gründe, die dagegen sprechen. Aber es gibt eben genauso viele Gründe, die dafür sprechen. Und wenn man sich irgendwie als Entwickler und Entwicklerin ein bisschen Mühe gibt und auch so ethische Richtlinien vielleicht einhält, kann man, glaube ich, auch eine ganz gute Webanwendung schreiben, die eben vor allem diese positiven Effekte von eben JavaScript als interaktiven Element unterstützt. Also das nur so am Rande. Aber ja, Sie haben natürlich recht, es gibt noch andere Probleme, die jetzt vielleicht durch die Integration von JavaScript in unsere Webanwendung oder in unsere Webseiten tatsächlich auftreten können. Wir machen das aber trotzdem, weil es eben, wie ich gesagt habe, so ein paar Sachen gibt, die man vielleicht ohne JavaScript gar nicht machen kann. Und wenn man dann nur die Wahl hat, es entweder zu machen oder sein zu lassen, dann ist vielleicht dann die Wahl von JavaScript auch grundsätzlich die bessere. Und deshalb müssen wir uns jetzt anschauen, wie wir diese Programmiersprache und auch die Funktionen, die über die Programmiersprache hinaus mit JavaScript im Browser angeboten werden, dann tatsächlich umsetzen können. Erstmal ganz kurz vorweg, wir steigen jetzt ein in eine neue Programmiersprache, vielleicht an den Chat gerichtet, vor allem an die Leute, die jetzt DH studieren und den Kurs machen müssen. Wer von Ihnen hat schon irgendwie so ein bisschen Erfahrung mit JavaScript? Und als zusätzliche Frage, Sie können das ja einfach mal in den Chat reinschreiben, als zusätzliche Frage, ich gehe davon aus, dass Sie Python alle zumindest so ein bisschen kennen aus dem letzten Semester. Schreiben Sie mir doch vielleicht mal, was Sie neben irgendwie Python oder JavaScript sonst noch so für Programmiersprachen schon mal irgendwie gesehen haben oder verwendet haben. Also diese JIT, JavaScript, Compiler-Sache, ich täusche mich vielleicht, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas von Interpretieren gesagt habe. Aber ein Compiler führt auch keinen Code aus. Ein Compiler wandelt den JavaScript tatsächlich um in irgendwie ein Format, was dann von der Runtime ausgeführt werden kann. Ich kann auch gerne am Ende vom Stream nochmal einen Text verlinken, da ist das relativ gut erklärt, wie das jetzt irgendwie alles so zusammenhängt. Also in Ihrem Browser sitzt irgendwo eine Laufzeitumgebung für JavaScript, mit der Sie dann oder mit denen der Browser dann Ihren JavaScript-Code tatsächlich ausführen kann. Es kann sein, dass ich irgendwo Interpreter oder sowas geschrieben habe. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Wenn man ins Detail gehen möchte, dann ist es natürlich so, dass Ihr JavaScript-Code, den Sie irgendwie in die Anwendung hineinbekommen, ganz am Ende von einer Laufzeitumgebung ausgeführt wird. Also JavaScript ist eine interpretierte Programmiersprache, das heißt, Sie brauchen irgendwie eine Laufzeitumgebung bestehend aus einer Engine und den entsprechenden Framework-Klassen, um das Ganze zum Laufen zu bekommen, so ähnlich wie in Java. Und sowas ist in den Browser eingebaut und der führt das dann aus. Aber zurück zum Thema. Sie schreiben jetzt JavaScript irgendwie relativ wenig, aber neben Python auch einige anderen Programmiersprachen, sogar C und sowas ist dabei. Sie sind jetzt alle keine super Neulinge und wir werden auch versuchen, in der Übung das so zu lösen, dass wir Ihnen häufig einfach Beispiele aus bekannten Programmiersprachen zeigen, mit denen Sie das dann transformieren können. Also
wenn Sie Python-Erfahrung haben, und das haben Sie ja, dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie können vieles von dem Wissen transformieren. Es sind syntaktische Unterschiede, es sind aber auch viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen Sprachen. Was jetzt vielleicht ein bisschen anders ist, ist einfach der Kontext, in dem wir das tatsächlich anwenden. Also Python werden Sie jetzt nicht unbedingt im Browser angewendet haben. Und wir arbeiten jetzt einfach in einem anderen Kontext. Was ist das eigentlich? Man kann jetzt irgendwie schlaue Wörter benutzen, um JavaScript zu beschreiben. Ich habe schon gesagt, es ist eine Programmiersprache. Man kann noch ein bisschen weitergehen. Es ist eine objektorientierte Programmiersprache, also das zugrunde liegende Paradigma für die Gestaltung von der Sprache bzw. eher von der Software sind eben Objekte. Es ist eine klassenlose Sprache, die dynamisch typisiert ist. Heißt für uns, wir haben keine Datentypen und wir haben nicht dieses Klassenkonzept, was Sie vielleicht aus Java oder C-Sharp kennen. Es gibt ähnliche Konzepte in JavaScript, Prototypen, die so als Grundformat für alles das, was man vielleicht in einer klassenbasierten Sprache mit Klassen machen würde, dient. Es gibt auch das Class-Wort in JavaScript, aber hinter dem verbirgt sich nichts anderes als tatsächliche Prototypen. Für uns ist aber nur wichtig, dass es eben tatsächlich erstmal eine Programmiersprache ist, die für oder zumindest im Web hauptsächlich benutzt wird. Also wir machen das deshalb, wir beschäftigen uns deshalb mit dieser Programmiersprache, weil wenn Sie für den Browser implementieren möchten, JavaScript immer noch die erste Wahl ist. Es gibt Sprachen, die vielleicht ein bisschen schöner sind, die auch funktionieren. Was aber vom Browser überall oder fast immer unterstützt wird, ist eben JavaScript. Das Interessante daran ist, ist, dass JavaScript nicht unbedingt als Sprache für das Web entwickelt worden ist. Also es ist jetzt nicht so, als ob irgendwie inhärent in dieser Sprache, in JavaScript, irgendwelche Dinge eingebaut sind, die sich besonders gut für die Programmierung im Browser eignen. Also JavaScript ist eine ganz normale General-Purpose-Sprache, wie man so sagt. Also die können Sie theoretisch für alles Mögliche verwenden. Was es aber gibt, ist eine ganze Menge an APIs und Zusatzfunktionen, die im Browser bereitgestellt werden und die wir mit JavaScript nutzen können. Also nochmal, JavaScript ist keine Sprache, die explizit für den Browser erstellt worden ist, aber im Browser werden ganz, ganz viele Möglichkeiten für Sie als Entwickler und Entwicklerin bereitgestellt, die Sie mit JavaScript nutzen können. Wenn man jetzt ganz spitzfindig ist, dann müsste man jetzt auch immer bei den nächsten Folien ganz explizit herausarbeiten, welche Sachen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, denn tatsächlich inhärent in JavaScript eingebaut sind. Also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, das JSON-Objekt oder vielleicht irgendwie diesen Prototypenmechanismus und welche Sachen ganz explizit eben nicht Teil von JavaScript sind, sondern im Browser bereitgestellt werden, wie zum Beispiel der Zugriff auf den DOM oder die Bearbeitung von irgendwelchen Eingabe-Events. Das muss jetzt uns in diesem Kurs nicht so super stark interessieren. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man das ein bisschen vermischt, aber wenn man wirklich korrekt sein möchte, dann sollte man das im Hinterkopf behalten. JavaScript als Sprache hat jetzt nicht irgendwie besondere Anpassungen an den Kontext Web, sondern darum, oder der Grund, warum wir das eigentlich anwenden, ist einfach ein historischer. Diese Sprache wurde so als erste, fast erste Sprache verwendet, um dieses interaktive Element in den Browser hineinzubekommen. Und die Browserhersteller bieten uns als Entwicklern und Entwicklerinnen eben die Möglichkeit an, sehr viele Funktionen des Browsers über JavaScript-Schnittstellen zu nutzen. Das ist der Grund. JavaScript an sich ist aber keine reine Websprache. Es können auch ganz viele andere Sachen damit machen. Heißt für Sie vielleicht auch, dass wenn Sie jetzt irgendwie das antun und so ein bisschen eine neue Programmiersprache lernen, dann wäre vielleicht auch irgendwie für die serverseitige Programmierung Node.js zum Beispiel die gleiche Sprache für Sie irgendwie ein denkbares Werkzeug. Oder ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie vorhaben. Also wenn Sie mal so in die Spieleentwicklung gehen, dann werden Sie sehen, dass auf dem Level, wo man vielleicht irgendwelche Engines benutzt, die andere Leute für einen bereitgestellt haben oder irgendwelche Frameworks, häufig auch gewisse Teile vom Spielcode mit so Skriptsprachen implementiert werden. Und da ist JavaScript vielleicht nicht die häufigste, aber zumindest in einigen Fällen auch eine Sprache. Also ganz normale Programmiersprache mit einem sehr breiten Anwendungsfeld, aber Hauptaugenmerk ist die Webentwicklung und deshalb beschäftigen wir uns jetzt auch damit.
was Sie irgendwie wissen sollten, wenn Sie jetzt in JavaScript einsteigen und was Sie so im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass so ziemlich alles irgendwie in JavaScript ein Objekt ist. Es gibt sowas wie Strings, Numbers und Booleans, aber selbst die kann man, wenn man möchte, auch über Objekte tatsächlich repräsentieren. Im Grunde genommen ist alles, mit dem Sie irgendwie interagieren in JavaScript, ein Objekt. Das hat dann auch zur Folge, dass sich gewisse Dinge vielleicht anders verhalten, als Sie das aus anderen Programmiersprachen kennen. Das größte Hindernis, was man irgendwie hat, wenn man zum Beispiel von so einer Sprache wie Java kommt, das werden Sie jetzt, wenn Sie mit Python-Erfahrung haben, nicht haben. Und das ist das Konzept, wie Funktionen in JavaScript funktionieren. Funktionen sind nämlich Objekte und sind sogenannte First-Class-Citizens damit. Ich bin mir relativ sicher, dass Sie wissen, was hinter diesem Begriff steckt, aber mich würde interessieren, ob Sie diesen Begriff First Class Citizens im Kontext von Programmiersprachen schon mal gehört haben. Also ob Ihnen das irgendjemand in Python vielleicht auch so erklärt hat. Also geben Sie einfach nur mal kurz Rückmeldung im Chat, ob Sie diesen Begriff kennen. Rocket Chat tut sich jetzt noch nichts. Im Twitch-Chat haben einige Leute den Begriff schon mal gehört. Was heißt das? In einer Programmiersprache können unterschiedliche Elemente unterschiedlich verwendet werden. Und um es ganz kurz zusammenfassen, die Elemente oder Komponenten einer Programmiersprache, mit denen alle Funktionen einer Programmiersprache verwendbar sind, die nennt man First-Class-Citizen. Also wenn Sie mit irgendeinem Strukturelement einer Programmiersprache, wie zum Beispiel einem Objekt, alles machen können, was man so mit der Programmiersprache machen kann. Also das in eine Variable reinpacken, das vielleicht als Parameter übergeben, das irgendwie referenzieren an einer anderen Stelle, dann ist diese Komponente ein First-Class-Citizen. Und in JavaScript sind das Funktionen zum Beispiel auch, weil Funktionen Objekte sind. Hat dann zur Folge, und das kennen Sie aus Python, dass man Funktionen als Parameter übergeben kann. Das wird dann später für die eventbasierte Programmierung relativ wichtig werden, wenn wir mit Callbacks und Events arbeiten. Aber das ist ein Konzept, was Sie aus Python auch schon kennen. Und jetzt wissen Sie auch, was der Begriff dahinter ist. First Class Citizen sind Funktionen in Python auch. Da können Sie auch als Parameter übergeben werden. Ich habe es gerade schon gesagt, ganz, ganz viel von dem, was wir jetzt irgendwie in Zukunft nutzen werden, hat eigentlich nicht so viel mit JavaScript zu tun. Ganz, ganz viele Sachen, die wir im Kontext der Webentwicklung brauchen, zum Beispiel der Zugriff auf das Document Object Model, das wir letzte Woche kennengelernt haben, die ganze Eventverarbeitungskette, die auch wieder mit dem DOM zusammenhängt, vielleicht den Zugriff auf irgendwelche Browserfunktionen, sei es jetzt vielleicht irgendwie HTTP-Schnittstellen oder vielleicht Storage-APIs, um Sachen zu persistieren, das ist nicht inhärent in JavaScript eingebaut, sondern das wird von den Browserherstellern über sogenannte Web-APIs bereitgestellt. Wenn wir jetzt anfangen zu implementieren, so ein paar Konventionen, wir packen das Ganze in Dateien, die mit JS gespeichert sind und schreiben da unseren JavaScript-Code kennen. Was irgendwie so Codequalität angeht, da können Sie einiges aus Python übernehmen. Wir weisen Sie dann immer darauf hin, wenn vielleicht irgendwie gewisse Formulierungen oder Formatierungen doch ein bisschen anders gelöst werden sollen. Aber was Sie so grundsätzlich vielleicht kennen, also solche Konzepte wie Decomposition, also das Aufteilen von irgendwie komplexeren Vorgängen auf verschiedene Unteraufgaben, Untermethoden, das Verwenden von gut sprechenden oder bezeichnenden Bezeichnern für Methoden oder Variablen, das Strukturieren von Ihrem Code anhand von eben den Strukturelementen, die Sie so in der Programmiersprache vorhanden finden oder benutzen können, das sollten und können Sie alles übernehmen. Also da tun sich Programmiersprachen relativ wenig, was irgendwie diese Qualitätsmerkmale angeht. Was dann die Formatierung angeht, wo irgendwie die Klammern gesetzt werden. Und solche Sachen, das mag dann von Programmiersprache zu Programmiersprache unterschiedlich sein, aber diese ganz inhärenten Qualitätsmerkmale von eben so einer prozeduralen oder objektorientierten Programmiersprache, die sollten Sie jetzt für JavaScript auch anwenden. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht für ein ganz einfaches Stück Code JavaScript, damit Sie jetzt auch endlich mal was sehen und auch ohne, dass ich das jetzt irgendwie
großartig erkläre. Ich werde es gleich machen. Werden Sie wahrscheinlich viel von dem, was da jetzt steht, verstehen. Also ich kann mir relativ gut vorstellen, dass Sie vielleicht schon identifizieren können, dass da oben irgendwie ein Kommentar steckt. Sie haben vielleicht schon erkannt, dass wir hier in der Mitte eine Funktion haben, die wird mit diesem Funktionsschlüsselwort eingeleitet, hat einen Namen und einen Parameter. Klammer auf. Gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie Sie in JavaScript Funktionen definieren können. Das in dem Fall ist jetzt eine named Function, weil das eine Funktion ist, die explizit mit einem Namen, in dem Fall say, angelegt ist. Es gibt auch sowas wie anonyme Funktionen, die wir später kennenlernen werden. Aber dass das jetzt irgendwie so eine Funktion ist, als ein Teilbereich in unserer Anwendung, in dem wir irgendwie eine bestimmte Aufgabe erledigen, das werden Sie wahrscheinlich identifiziert haben. Dieses console.log, das kennen Sie vielleicht noch nicht. Das ist einfach das Printline-Äquivalent oder Print-Äquivalent aus Python. Ich vergesse immer wieder, dass ich mir vor diesem Kurs nochmal selber Python anschaue, weil ich so wenig damit programmiere. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Befehl, um irgendwie auf dem Standard-Output von Ihrem System was auszugeben, in Python wahrscheinlich Print ist. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. In JavaScript ist es dieses console.log. Was steckt dahinter? Console ist eine globale Variable, mit der Sie auf die Standardausgabe von Ihrem aktuellen Kontext, im Browser ist es dann meistens die Debugging-Ausgabe innerhalb des Browsers zugreifen können. Mit diesem Log-Befehl geben Sie irgendwas auf dieser Konsole aus. Wir haben hier eine Variable, die wir deklarieren mit diesem let-Schlüsselwort. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten mit dem var-Schlüsselwort. Am Ende wird aber eine Variable erstellt, die einen Namen hat und der wird dann auch gleich in dieser Zeile einen Wert zugewiesen mit dem Gleichheitszeichen und der Wert ist ein Text, der in Anführungsstrichen formuliert wird. Also auch das kennen Sie aus Python, Text irgendwie als Literal in Anführungsstrichen gesetzt, Zuweisung mit dem Gleichheitszeichen und dann irgendwie hier auch so eine typenlose Programmiersprache. Das heißt, wir definieren keinen Datentyp für die Variable, sondern erzeugen die einfach an der Stelle. Und auch ein Methodenaufruf ist, glaube ich, nicht zu kryptisch. Ein Name von der Methode, Klammer auf, Parameter, die Sie vielleicht übergeben wollen und dann wird die Methode aufgerufen. Das versuchen wir jetzt irgendwie in den Browser reinzukriegen. Also nochmal, machen Sie sich keine Sorgen, irgendwie so eine Einführung in den Syntax von JavaScript hören Sie gleich in der Übung. Vielleicht sage ich mal ganz kurz, was an die anderen Leute, die im Twitch-Chat zuhören und zuschauen und mitmachen. Sie oder ihr seid wahrscheinlich nicht von der Uni Regensburg, sondern irgendwie anders hier reingekommen, oder? Sagt mal ganz kurz Bescheid. Also nur Ihrer oder eurer Information. Es gibt zu diesem Kurs, ja, Sie sind vielleicht nicht nur nicht aus Regensburg, sondern vielleicht sogar gar nicht Student hier an der Uni oder Studentin. Es gibt zu diesem Kurs noch eine praktische Übung und da vertiefen wir dann einige Sachen. Also wundern Sie sich nicht, wenn wir irgendwie hier so tun, als ob wir eine Einführung in JavaScript geben und irgendwie Syntax überspringen. Das passiert tatsächlich in einer anderen Übung beziehungsweise in einer anderen Veranstaltung. Hier geht es mehr so um das große Ganze. Wir wollen jetzt irgendwie diese Programmiersprache JavaScript verwenden, um im Browser zu arbeiten und wir müssen uns jetzt irgendwie anschauen, wie diese beiden Elemente tatsächlich miteinander zu tun haben beziehungsweise zusammenhängen. Was ist die Aufgabe vom Browser? Der rendert irgendwie HTML-Strukturen auf der Basis von dem, was er irgendwie vom Server als Dokument bekommt und ergänzt es vielleicht noch irgendwie mit zugehörigen CSS-Informationen. Mit diesen Informationen oder aus diesen Informationen wird dann das Document Object Model erzeugt. Das kennen Sie aus der letzten Woche. Das ist diese virtuelle Baumstruktur. Der HTML-Elemente mit allen möglichen zusätzlichen Informationen, die so ein bisschen Grundlage für die Darstellung im Browser ist. Wird danach noch dieser Rendering-Tree erzeugt, um das Ganze anzuzeigen. Aber wir haben diesen DOM oder das DOM als Grundlage dessen, was der Browser so zum Darstellen einer Webseite aus dem HTML-Dokument erzeugt.
Was wir jetzt mit JavaScript machen können, ist, wir können diesen DOM manipulieren. Und da wird es dann interessant. Wir versuchen, JavaScript in den Browser reinzubringen, weil uns das Ausführen von JavaScript-Code dann erlaubt, diesen DOM zu verändern. Wir können auf Elemente innerhalb dieser virtuellen Baumstruktur oder Elementstruktur zugreifen über entsprechende APIs, die uns der Browser zur Verfügung stellt. Und wir können dann dynamisch, während unsere Webseite angezeigt wird, einzelne Teilbereiche von diesem DOM verändern. Wir können also zum Beispiel irgendwie eine Überschrift raussuchen und deren Titel verändern. Wir können ein neues Bild an irgendeine Stelle in diesem DOM einfügen. Dieser DOM, der für uns in der letzten Woche schon relevant war, weil wir uns mit CSS beschäftigt haben, der ist für uns jetzt auch nochmal relevant, weil die gleiche Struktur dafür verwendet wird, dass wir jetzt diese Interaktivität in unsere Anwendung reinbringen. Weil wir eben in dem Moment, wo wir es geschafft haben, JavaScript irgendwie im Kontext unserer Webseite auszuführen, wir auch nicht über JavaScript, sondern über Sachen, über APIs, die uns der Browser bereitstellt, Zugriff auf diesen DOM haben. Und dann wird es interessant, weil dann können Sie nämlich in Ihrem JavaScript-Code eben zum Beispiel solche Sachen machen, wie einzelne Elemente aus diesem DOM rausfischen, die verändern, neue hinzufügen, alte Elemente rauslöschen, an vielleicht irgendwelchen Stellen sich in irgendwelche Event-Verarbeitungsprozesse einklinken und damit dann diesen interaktiven Teil Ihrer Anwendung tatsächlich erstellen. Also der Schlüssel irgendwie wird am Ende sein, dass wir eben JavaScript auf diesen DOM zugreifen können. Was wir machen müssen ist, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieser Code, in dem wir dann Überschriften ändern oder vielleicht irgendwann mal interessantere Dinge machen, tatsächlich ausgeführt wird. Und dazu haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, die unterschiedlich gut sich eignen. Das erste, was Sie machen können, ist, Sie können den JavaScript-Code, den Sie ausführen möchten, direkt mit einem HTML-Element verbinden. Wie funktioniert das? HTML-Elemente haben bestimmte Attribute, die irgendein Ereignis im Interaktionsprozess des Nutzers mit der Webseite oder der Webseite an sich widerspiegeln. Also es gibt zum Beispiel ein Attribut OnClick, das symbolisiert oder repräsentiert den Moment, in dem Nutzer und Nutzerin auf dieses Element geklickt haben. Und Sie können in Ihrem HTML-Code mit diesem Attribut eine Semikolon-separierte Liste an JavaScript-Befehlen verbinden und die werden ausgeführt, wenn dieses Element angeklickt wird. Also direktes Verbinden von diesem Ereignis mit eben einem entsprechenden Stück JavaScript-Code, das ausgeführt wird. Wir haben in der letzten Woche, als wir uns über HTML und CSS unterhalten haben, über verschiedene Konzepte geredet, die beschreiben, wie wir unsere Anwendungen strukturieren, wie wir die gestalten und aufbauen. Und Ihnen sollte, wenn Sie sowas sehen, gleich vielleicht irgendwie nicht unbedingt ein Schauer über den Rücken laufen, aber Ihnen sollte irgendwas einfallen, was wir als grundlegendes Konzept kennengelernt haben, dem diese Formulierung so ein bisschen widerspricht. Also überlegen Sie nochmal, was wir irgendwie letzte Woche so zu CSS und HTML und deren Zusammenspiel und vielleicht auch deren Trendschärfe gesagt haben und überlegen Sie sich mal, ob diese Lösung hier, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, JavaScript direkt irgendwie im HTML, ob die so sinnvoll ist. Und falls Ihnen da irgendwie was zu einfällt, schreiben Sie vielleicht einfach mal ganz kurz in den Chat rein, warum das vielleicht irgendwie keine so tolle Lösung sein könnte. Chat ist das richtige Schlüsselwort gefallen, Separation of Concerns. Das haben wir irgendwie so als ganz zentrales Strukturkonzept, jetzt nicht nur für Webtechnologien, sondern für die Softwareentwicklung oder die Programmierung im Allgemeinen kennengelernt. Wir überlegen uns, was gibt es denn so für Aufgaben innerhalb unseres Programms und welche Komponenten könnten vielleicht diese Aufgaben erledigen. Unseres Systems, wenn Sie es ein bisschen noch weiter abstrahieren wollen. Und wir versuchen dann auch tatsächlich irgendwelche Aufgaben nicht zu vermischen. Wir wissen, HTML gibt Struktur und Inhalt vor, CSS
Sorgt dafür, dass wir diese Struktur auch entsprechend gestalten und layouten können. Und JavaScript ist für die Interaktion, für die Programmlogik, wenn Sie so wollen, zuständig. Und wir wollen es irgendwie schaffen, dass die voneinander getrennt werden. Und wenn wir jetzt die HTML-Elemente mit JavaScript so direkt miteinander verbinden, dann ist diese Trennschärfe einfach nicht mehr gegeben. Jetzt versuchen wir nach einem anderen Weg. Also nochmal, das ist nicht zu empfehlen. Zumindest nicht, wenn Sie nicht wissen, was Sie da tatsächlich machen. Also wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, dann sowas vermeiden. Es gibt ein paar Anwendungsfälle, wo das vielleicht sogar sinnvoll sein könnte. Aber so im Großen und Ganzen würde ich immer sagen, sowas, so eine direkte Verbindung oder Vermischung zwischen HTML und JavaScript vielleicht nicht unbedingt. Zweite Möglichkeit. Sie können den JavaScript-Code aus diesen Attributen hinausziehen und irgendwo anders in unserem HTML-Dokument formulieren. Sie können an einer beliebigen Stelle so einen Script-Tag aufmachen. Hier müsste eigentlich Application JavaScript anstatt Text JavaScript stehen. Funktioniert so aber auch. Aber nicht mehr so aktuell. Und Sie können in diesem Script-Tag öffentlich das Wichtigste, also innerhalb dieses Elements, JavaScript hineinschreiben. Dann wird dieser JavaScript ausgeführt in dem Moment, wo der Browser beim Einlesen vom HTML-Dokument auf diesen Tag stößt. Also Sie haben dieses HTML-Dokument vorbereitet, es liegt auf Ihrem Webserver. Sie kriegen das, nachdem Sie die URL aufgerufen haben, in den Browser hinein. Gegeben. Der Browser parst dann Zeile für Zeile dieses HTML-Dokument, stößt auf diesen Tag und führt dann den Code aus. Jetzt haben wir das Ganze schon so ein bisschen getrennt. Also das ist jetzt nicht mehr so richtig in irgendeinem HTML verbunden, HTML-Element verbunden, aber es steckt immer noch der eigentliche Code in tatsächlich dem HTML-Dokument drin. Und auch hier wieder Trennschärfe ist nicht gegeben, Separation of Concerns nicht so wirklich umgesetzt und deshalb die eigentliche Version dessen, wie man das, oder wie wir das jetzt zumindest in diesem Kurs immer machen werden, ist die, dass wir genauso wie wir das CSS ausgelagert haben und wir hatten hier den gleichen Fall letzte Woche mit dem CSS, was wir auch erst direkt einem Element zugeordnet haben, dann im Header-Bereich in einem entsprechenden Style-Attribut untergebracht haben und dann in dem letzten Schritt tatsächlich in eine externe Datei ausgelagert haben. Machen wir jetzt hier genau das gleiche mit dem JavaScript-Code. Wir schreiben unseren JavaScript-Code, so wie wir das auch gewohnt sind, in entsprechenden Quellcode-Dateien, die irgendwo liegen und wir referenzieren diese Datei in unserem HTML-Dokument. Das HTML-Dokument dient nur noch dazu, die entsprechenden Dokumente, die wir jetzt brauchen, zu verlinken. Der Browser sucht sich dann diese Inhalte raus aus den entsprechend verlinkten Quellcode-Dateien und führt den Code dann aus, beziehungsweise lädt die Inhalte von der Datei, die hier verlinkt ist, und führt den Quellcode dann aus. Also das ist das, was wir tatsächlich am Ende machen wollen. Wir machen das vielleicht jetzt noch nicht in dieser Sitzung, aber dann spätestens in den nächsten Wochen auch nicht nur mit einer JavaScript-Datei, sondern wir teilen unseren JavaScript-Code auf mehrere Dateien auf, lernen vielleicht auch kennen, wie man die noch weiter mit Modulen oder so strukturieren kann. Wichtig ist aber, dass wir vor allem diese Trennung versuchen aufrechtzuerhalten und dass wir diese drei Technologien HTML, CSS und JavaScript auch ganz explizit immer nur für die Sachen verwenden, für die sie vorgesehen sind. Und unser JavaScript-Code kommt in ein separates Dokument, in eine separate Quellcode-Datei und wird dann mit dem Browser verbunden, mit dem HTML-Dokument verbunden. Ich habe Ihnen mal ein Minimalbeispiel mitgebracht, das können wir uns auch gleich live anschauen. Links sehen Sie so eine ganz einfache HTML-Datei, so das Nötigste, damit keine Fehler geschmissen werden, ein Doctype, ein Charset im Header-Bereich, dann eine Überschrift Hello World und innerhalb des Body-Elements dann auch diesen Script-Tag. Wenn jetzt dieses Dokument vom Browser geladen wird, dann stößt der Browser irgendwann auf diesen Script-Tag mit diesem Type-Attribut Application JavaScript und dem Source-Attribut Code.js. Das ist ein relativer Link zu einem anderen Dokument. Diese Datei wird gesucht. Es wird geschaut, finde ich irgendwo diese Code.js-Datei. Da steht jetzt in unserem Fall der Text drin, den Sie rechts sehen, also eine Funktion mit dem Namen Run, die Hello World auf der Konsole ausgibt.
und die direkt dann auch ausgeführt wird. Und der Inhalt dieser Datei wird an dieser Stelle in den Speicher des Browsers geladen und ausgeführt. Das ist so das minimalste Hello World Beispiel für JavaScript wahrscheinlich, was mit einem HTML-Dokument funktioniert. Also das hier ist das Hello World Beispiel für JavaScript und das ist der Kontext, mit dem wir dafür sorgen, dass das Ganze im Browser ausgeführt wird. Wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass unser Browser diese JavaScript-Datei ausführt. Das machen wir, indem wir diese Verlinkung aufbauen und dann wird das eben entsprechend ausgegeben. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie das live ausschaut und bereite das ganz kurz vor. Mach die Konsole auf. Und dann sehen Sie gleich wieder meinen Desktop. Augenblick. So. Ich habe jetzt mal diese Datei hier in meinem Editor geladen. Das ist genau der gleiche Inhalt, den Sie gerade eben auch auf der Folie gesehen haben. Ich habe hier meine JavaScript-Datei, auch wieder der gleiche Inhalt, den Sie auf der Konsole gesehen haben. Die liegen beide in dem gleichen Ordner. In dem Index-Dokument wird diese Datei dann entsprechend verlinkt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was passiert, wenn ich dieses Dokument, glauben Sie mir einfach, dass das auf diesem Pfad zu finden ist, wenn ich dieses Dokument jetzt im Browser öffne. Dann sehe ich erstmal Hello World. Ich habe keine CSS-Datei verbunden. Das heißt, der Browser rendert diese Überschrift, wie er es möchte. Und von dem hier sehe ich noch überhaupt nichts. Also ich sehe nirgendwo, dass Hello World auf einer Konsole oder sowas ausgegeben wird. Ich sehe nur dieses Hello World, was als Überschrift da ist. Die Ausgaben, die sehe ich erst, wenn ich im Browser die Web Developer Tools aufmache. Wenn Sie im Firefox unterwegs sind, ist das Steuerung Umschalt K. Chrome, glaube ich, irgendwas mit C oder so, aber das finden Sie schon selber raus. Sie kommen auch meistens dahin, wenn Sie auf der Webseite einfach im Kontextmenü auf Element untersuchen gehen und dann hier auf die Konsole gehen. Und wenn Sie sich dann hier mal anschauen, was hier steht, dann sehen Sie, dass hier dieser String steht, Hello World, den ich gerade über meine Run-Funktion ausgegeben habe. Also diese Funktion hier wird hier aufgerufen. Dieser komplette Inhalt der Code.js-Datei wird an dieser Stelle hier in meinen Browser geladen und ausgeführt. Und das hat dann zur Folge, dass eben auf dieser Standardausgabe im Browser dieser Text erscheint. Das schaut jetzt aus wie eine ganz normale Konsole, in der Sie irgendwie Text ausgeben können über JavaScript. Wir können das ja auch nochmal erweitern. Ich ergänze jetzt hier mal diese Funktion um eine zweite Ausgabe, console.log, hello JavaScript. Also ich erweitere meine Funktion um eine zweite Ausgabe, lade die Webseite neu und dann sehen Sie, dass jetzt auch das erscheint. Es ist jetzt sehr unspektakulär. Ich bleibe aber trotzdem nochmal ganz kurz für eine Minute hier im Browser, bevor wir mit der Vorlesung weitermachen, weil ich Ihnen ganz kurz sagen möchte, dass diese Konsole hier sehr viel mächtiger ist, als dass Sie das vielleicht aus anderen Programmiersprachen kennen. Das ist nicht eine einfache Ausgabekonsole. Also hier landet nicht nur alles, was irgendwie über console.log in Ihrem JavaScript-Code erzeugt worden ist und ausgegeben wird, sondern hier können Sie selber auch JavaScript-Code eingeben. Also ich kann auch hier in diese Konsole irgendetwas eingeben. Hello WebTech, hello Twitch. Und diese Befehle werden ausgeführt. Das heißt, wir haben hier eine Konsole, die sowohl ein Ausgabemedium ist für alles, was in unserem JavaScript auf unserer Webseite so in die Konsole rausgehauen wird. Ich kann aber auch die als Eingabe verwenden. Also hier diese Konsole wartet darauf, dass ich irgendwelchen JavaScript-Code eingebe und wenn das valider Code ist, wird der auch ausgeführt. Also das nur so am Rande, das werden wir vielleicht später im Verlauf des Semesters auch noch häufiger nutzen, weil das für uns eine gute Möglichkeit ist, auch zu debuggen oder Dinge auszuprobieren. Das ist nicht nur eine Ausgabekonsole, sondern das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit,
JavaScript direkt in diesem Kontext auszuführen, ohne dass man irgendwie seine JavaScript-Dateien verändern muss. Ich wechsle mal wieder in meine Vorlesungsfolien. Und zu der Frage, ja, können Sie aus der Konsole raus, weil wir es noch nicht so ganz toll gemacht haben. Was einfach daran liegt, dass dieser JavaScript-Code, den wir schreiben und wenn wir nicht mit Modulen oder sowas arbeiten, in einem großen Kontext landet. Also diese Funktion, die Sie hier erstellen, die landet auf globaler Ebene in Ihrer Webseite und über die Konsole haben Sie Zugriff auf diesen Kontext. Das heißt, wenn Sie hier in der Konsole, können Sie mal ausprobieren, run aufrufen würden, dann könnten Sie diese angelegte Funktion erzeugen. Bevor Sie das jetzt irgendwie positiv begrüßen, warten Sie mal ab. Wir lernen hoffentlich im Laufe des Semesters noch kennen, wie wir genau sowas eigentlich verhindern wollen. Weil eigentlich wollen wir nicht, dass in unserem JavaScript-Code irgendwie zu viel an diesen geteilten Bereich, den sowohl diese Konsole und der Browser und unsere Anwendung verwenden kann, landet, wenn das eigentlich nur in unsere Anwendung gehört. Also ja, können Sie machen, wenn Sie den Code so schreiben, aber nein, sollte man vielleicht nicht unbedingt tun. Machen wir jetzt aber der Einfachheit halber zumindest in dieser Woche so. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein bisschen, was Sie über irgendwie so dem Ausgeben von irgendwelchen Strings in der Konsole denn überhaupt machen können mit JavaScript. Ich habe ja schon angekündigt, dass irgendwie das Entscheidende ist, dass wir mit JavaScript jetzt eine Möglichkeit haben, wie wir letztendlich das User-Interface von unserer Webseite, nämlich diese HTML-CSS-Darstellung, beeinflussen können. Wir haben jetzt nicht mehr eine statische Webseite, sondern wir können mit dem JavaScript, den wir jetzt in den Browser irgendwie reingegeben haben, tatsächlich eine Möglichkeit, irgendwie interaktive Elemente in unseren Webseiten zu integrieren. Und wir machen das deshalb, weil wir eben, wie gesagt, Dinge erledigen wollen, die wir ohne JavaScript nicht erledigen können. Dargestellte Informationen verändern. Ganz am Anfang kam dieses Beispiel mit der Tabelle, die gefiltert werden soll. Ich möchte vielleicht irgendwie Informationen nachladen. Ich möchte sowas wie dieses Endlos-Scrolling auf Twitter irgendwie realisieren und immer neue Elemente anzeigen. Wir möchten vielleicht irgendwie auf bestimmte Bereiche der Seite ganz explizit hinweisen oder in Abhängigkeiten dessen, was der Nutzer oder die Nutzerin macht, vielleicht irgendwie Elemente anders gestalten. Und für all diese Aufgaben, für all diese Ziele oder Zwecke ist es notwendig, dass wir die Benutzerschnittstelle, nämlich eben das, was man so sieht, in irgendeiner Art und Weise aktualisieren können. Das heißt, dass wir den DOM aktualisieren müssen. Der DOM ist ja irgendwie so diese Schnittstelle zwischen HTML, CSS und dem Browser. Das DOM wird erzeugt auf der Basis dessen, was im HTML-Dokument steht und dient dann mit einem Zwischenschritt als Grundlage für das Rendern von den Inhalten. Und was wir jetzt machen, ist, wir verändern diesen DOM durch JavaScript und schauen uns an, wie das funktioniert. Das User Interface wird durch den DOM repräsentiert. Nochmal als Zusammenfassung, JavaScript ist jetzt die Stelle, wo wir auf diesen DOM zugreifen und den manipulieren. Und das funktioniert deshalb, weil wir über eine API, die der Browser uns bereitstellt, auf diesen DOM zugreifen können. Also der Browser oder die Browser an sich, das ist in jedem modernen Browser implementiert, nutzen diesen DOM oder dieses DOM nicht nur intern, sondern es gibt eine Menge an JavaScript-Objekten, die sie in diesem Kontext, in dem sie ihren JavaScript ausführen, verwenden können, um auf diesen DOM zuzugreifen. Das sind nochmal keine Elemente, die JavaScript als Programmiersprache irgendwie definiert, sondern das sind letztendlich Schnittstellen, Bibliotheken, APIs, die die Browser ihnen bereitstellen. Es gibt zum Beispiel ein Document-Object, das heißt einfach Document, kleingeschrieben, und das können Sie überall in Ihrem JavaScript-Code verwenden, um auf diesen DOM zuzugreifen. Das ist eine programmatische Schnittstelle, also eine Menge von Methoden, die dahinter stecken und die dann innerhalb Ihres JavaScript-Codes diesen DOM
repräsentieren oder dieses DOM repräsentieren und über das Sie dann auf Teilbereiche von dem DOM zugreifen können und dessen Inhalte verändern können. Also wir haben eine Schnittstelle zu diesem DOM in Form von eben einer API, die die Browserhersteller umsetzen und die uns in dem JavaScript-Code oder im Kontext von unseren JavaScript-Anwendungen durch eine Reihe von globalen Objekten bereitgestellt wird. Ich zeige Ihnen mal ein bisschen was als Beispiel. Das ist unsere Ausgangslage. Ich habe hier eine HTML-Seite, da ist irgendwie eine Überschrift und ein Text. Noch kann ich kein JavaScript, aber das wird sich ändern. Dieser Darstellung, so wie sie im Browser zu sehen ist, wird durch den HTML-Code, den Sie unten sehen, repräsentiert. Wenn ich das jetzt manipulieren möchte, also wenn ich jetzt hier diesen Text ändern möchte, weil wir können ja JavaScript jetzt verwenden und wir können jetzt diesen Eintrag unserer Webseite verändern, dann machen wir das in zwei Schritten. In drei Schritten, wenn sie ganz genau sind. Weil erstmal sorgen wir dafür, dass wir irgendwie JavaScript ausführen können. Nochmal hier müsste eigentlich Application-JavaScript stehen. Wir integrieren eine Quellcode-Datei, Code.js, in dieses HTML-Dokument und ab der ersten Zeile von diesem Quellcode-Dokument können wir jetzt auf den DOM zugreifen. Wir können jetzt diese Webseite verändern. Das machen wir in zwei Schritten. Der erste Schritt ist, wir suchen uns das Element raus, was wir verändern wollen. Also wir erzeugen ein JavaScript-Objekt, was den Teilbereich, das HTML-Element von unserer Seite oder von unserer Anwendung repräsentiert, das wir verändern wollen. Und in einem zweiten Schritt verändern wir dann dessen Eigenschaften. Der Browser ermöglicht es Ihnen, diese HTML-Elemente, die Sie selber geschrieben haben in Ihrem HTML-Dokument, durch JavaScript-Objekte zu repräsentieren. Diese JavaScript-Objekte haben Eigenschaften, die mit den entsprechenden HTML-Attributen korrespondieren. Und wenn Sie diese Eigenschaften von den HTML-Elementen ändern, dann werden auch die, oder von den JavaScript-Elementen ändern, dann werden auch die korrespondierenden Einträge im HTML-Element und im DOM verändert. Und dadurch, dass Sie dann auf der JavaScript-Ebene diese Objekte verändern, werden diese Objekte auch im DOM verändert. Und dann, wenn der Browser das nächste Mal die Webseite neu darstellt, wird auch diese neue Form, diese neue Darstellung oder diese neue Fassung vom DOM für das Rendern verwendet. Also zwei Schritte, wir fischen uns die Elemente raus, die uns interessieren, wir verändern deren Eigenschaften und diese Veränderung wirkt sich dann auch auf die eigentlichen HTML-Elemente aus. Ich habe hier in diesem Mini-Beispiel erstmal eine Variable angelegt, Textelement, in der ich mir das JavaScript-Objekt speichern möchte, das ich jetzt irgendwie, oder dessen HTML-Counterpart ich verändern möchte. Dann greife ich über ein globales Objekt, das der Browser mir bereitstellt, auf das oder den DOM zu. Das ist dieses Document-Objekt. Das schreiben Sie einfach irgendwo in Ihrem JavaScript-Code hin und das ist der Schlüssel zu dieser JavaScript-Schnittstelle, die den DOM repräsentiert. Da gibt es verschiedene Methoden, die Sie aufrufen können. Wir sehen am Ende auch, wie wir einzelne Elemente hinzufügen und so weiter. Was für uns jetzt erstmal wichtig ist, ist diese Query-Selector-Funktion. Mit der Query-Selector-Funktion geben Sie an, welches Element aus dem DOM Sie interessiert. Und als Parameter übergeben Sie an die Methode einen Selektor, der das Objekt hinsichtlich seiner Relation oder Inhalte oder irgendwelche Attribute im DOM beschreibt. Und das ist der gleiche Selektor, den Sie letzte Woche auch schon im Kontext von CSS kennengelernt haben. Sie erinnern sich ja, wir können über diesen Selektor-Syntax sagen, ich hätte gerne jedes Element, was irgendwie die Klasse XY hat und ein Kinderelement einer H1-Überschrift oder so ist. Oder ich kann jedes Element und ich möchte jedes Element haben, das vielleicht irgendwie leer ist oder ich möchte ein Element haben, was irgendwie sowohl die eine als auch die andere Klasse tatsächlich hat. Diesen Selektoren, die kennen Sie schon und können die verwenden, um CSS-Regeln zu definieren. Die gleichen Selektoren verwenden Sie jetzt auch, um die Elemente rauszufischen. Zu der Frage, ob da nicht mehrere Elemente zurückkommen. Es gibt von dieser Methode zwei
Fassung. Es gibt einmal die Query Selector Methode und die Query Selector All Methode. Bei der Query Selector Methode, so wie sie hier steht, bekommen Sie das erste Element aus dem DOM zurück, auf den dieser Selector zutrifft. Und wenn Sie die Query Selector All Methode aufrufen würden, würden Sie eine Liste von allen Objekten oder Elementen zurückbekommen, auf die dieser konkrete Selector zutrifft. Also ein Element zurück, das erste, oder alle Elemente dann mit der Query Selector All Methode. Wir holen uns jetzt erstmal diese Referenz aus dem DOM raus, und wenn es ein Element gibt, das über diesen Selector identifiziert wird, also wenn wir in dem aktuellen HTML-Dokument, in dessen Kontext dieser JavaScript ausgeführt wird, ein P-Element haben, also irgendwie so einen Absatz haben, dann kriegen Sie dieses DOM-Element, dieses HTML-Element zurückgegeben als JavaScript-Repräsentation. Das wird hier in der Variable abgespeichert, und dann muss man wissen, wie die Eigenschaften heißen, die korrespondierenden HTML-Eigenschaften dann tatsächlich beschreiben. Das lernen Sie jetzt im Laufe des Semesters, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Diese JavaScript-Objekte haben Eigenschaften. Wir verändern diese Eigenschaften. Durch die Veränderung der Eigenschaften wird auch das ursprüngliche HTML-Element verändert. Jetzt in dem Fall würde ich gerne den Inhalt von diesem Absatz ändern, und jedes dieser HTML-Elemente hat eine Eigenschaft, die heißt innerHTML, und die repräsentiert das, was zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag in dem HTML-Dokument drinsteht oder in dem HTML-Element drinsteht. Und wenn Sie jetzt in JavaScript diesen Wert überschreiben, indem Sie dieser Eigenschaft von Ihrem Textelement einen neuen Wert zuweisen über den Gleichheitsoperator, dann werden Sie sehen, dass diese Änderung, also dieses Austauschen von dem InnerHTML, dann auch tatsächlich im Browser sichtbar wird. Weil wenn Sie das JavaScript-Objekt ändern, ändern Sie auch den korrespondierenden sichtbaren Teilbereich im DOM. Und dann schaut das Ergebnis so aus: Wenn wir jetzt die Webseite neu laden, dann wird dieser JavaScript ausgeführt. Der JavaScript selektiert den ursprünglichen Absatz, in dem drin stand, ich kann noch kein JavaScript oder so, und ersetzt den durch den Text, den wir der innerHTML-Eigenschaft zuweisen. Und dadurch manipulieren wir jetzt, ohne dass die Webseite neu geladen wird, tatsächlich den sichtbaren Teil von unserem User Interface. Diese Query Selector Methode, die werden Sie jetzt sehr, sehr häufig verwenden, weil das eben, wie gesagt, so der Schlüssel ist, um aus diesem großen Bereich des DOMs einzelne Elemente tatsächlich rauszugreifen, und die ist Teil dessen, was der Browser Ihnen über dieses Document Object Objekt bereitstellt. Also da gibt es noch eine ganze Menge mehr an Methoden, die Sie verwenden können. Die Query Selector Methode ist jetzt erstmal ein Beispiel dafür, wie Sie über die vom Browser bereitgestellte Schnittstelle mit dem DOM interagieren können. Sie können einzelne Elemente rausgreifen, und das haben wir jetzt ja gerade im Chat auch schon besprochen. Sie kriegen immer das erste Element zurück, auf das der übergebene Selector String tatsächlich passt. Wenn Sie mehr als ein Element brauchen, also wenn Sie zum Beispiel alle Bilder von der Webseite selektieren wollen, weil Sie die vielleicht löschen möchten oder so, oder vielleicht fällt Ihnen irgendwie ein naheliegender Use Case ein, dann können Sie mit der Query Selector All Methode tatsächlich alle Elemente aus dem DOM auswählen. Dann kriegen Sie nicht mehr ein einzelnes HTML-Element, sondern eine Liste von HTML-Elementen zurück. Dieses Elementobjekt, was Sie da zurückbekommen, sei es jetzt in Form einer Liste von mehreren Instanzen oder eben über die Query Selector Funktion ein einzelnes Element, das repräsentiert eben so einen einzelnen Ausschnitt, ein einzelnes HTML-Element, und durch die Eigenschaftsmanipulation oder die Manipulation der Eigenschaften selbst manipulieren wir dann, wie schon besprochen, eben auch das ursprüngliche HTML-Element. Also nochmal ein paar Beispiele. Wir selektieren wieder aus dem DOM über die Query Selector Methode den Absatz, und dann können wir, das haben wir gerade schon gemacht, den Inhalt des Elements, also zwischen öffnendem und schließendem Tag, über die innerHTML Eigenschaft verändern. Wir können eine Liste aller Attribute auslesen, die auch verändern. Attribute sind das, was im öffnenden Tag
von dem HTML-Element dann so als Key-Value-Pairs drinsteht. Wir können uns auch ganz explizit beziehungsweise nutzen, indem wir uns zum Beispiel anschauen, was gibt es denn in diesem Element für weitere HTML-Elemente über das Children-Attribut. Neben den Eigenschaften haben die Objekte dann auch Methoden. Also diese Eigenschaften können wir verändern, um Darstellung und so weiter zu verändern oder weitere Teilbereiche zu erschließen. Und diese JavaScript-Repräsentation von dem HTML-Element hat auch Methoden, mit denen man dann so ein Element aus dem DOM zum Beispiel auch entfernen kann, mit dem man vielleicht irgendwie Klassen hinzufügen kann, um eben die Darstellung zu ändern, oder indem wir neue Kind-Elemente einfügen. Es gibt noch eine ganze Menge mehr tatsächlich an Methoden natürlich. Die Dokumentation, die verlinken wir Ihnen dann in unserem Griffskurs. Das Prinzip ist aber erstmal wichtig. Wir selektieren diese Elemente aus dem DOM, haben dann ein JavaScript-Objekt, mit dem wir in unserem Code arbeiten können, können dessen Eigenschaften manipulieren dadurch dann auch das Aussehen oder die Gestaltung, die Darstellung des korrespondierenden HTML-Elements, und es gibt eine Reihe von Methoden, die wir auch für dieses gleiche Prinzip nutzen können. Ich sage Ihnen jetzt nochmal, bevor wir uns mit dem letzten Stück beschäftigen, wo es dann um Events geht, nochmal, was so in den nächsten Wochen und auch in der jetzt anschließenden Übung dann noch verwendet wird. Also wir werden uns natürlich damit beschäftigen, wie wir nicht nur existierende Elemente manipulieren können, sondern auch neue hinzufügen. Das ist gerade dann wichtig, wenn Sie zum Beispiel dynamisch neue Informationen für Nutzer und Nutzerinnen anzeigen wollen. Sie laden irgendwie im Hintergrund Inhalte vom Server nach und dann sollen die im User Interface angezeigt werden. Dazu müssen Sie neue Inhalte in den DOM integrieren. Wir können das Erscheinungsbild bestehender Elemente ändern, indem wir die CSS-Klassen beeinflussen oder die Style-Eigenschaft direkt. Letzteres vielleicht nicht so gerne gesehen hinsichtlich Separation of Concerns, sondern was wir machen werden, ist, wir legen unterschiedliche CSS-Klassen an, wenn so ein Element zur Laufzeit unserer Anwendung unterschiedlich dargestellt wird, und switchen die in unserem JavaScript. Oder, und das ist das, was wir jetzt uns im letzten Schritt anschauen werden, wir können diese Elemente nicht nur manipulieren, sondern wir können uns auch einklinken in so eine Ereignisverarbeitung, die uns dann informiert, wenn Nutzer und Nutzerin irgendwas mit diesen Elementen machen. Über wieder diesen Weg des DOMs und dieser JavaScript-Repräsentation von den HTML-Elementen können Sie zum Beispiel darauf reagieren, dass ein bestimmtes Bild angeklickt wird oder irgendwie Text eingegeben wird in irgendwie einem Input-Feld oder so. Und das würde ich jetzt gerne in der letzten Viertelstunde nochmal ganz kurz mit Ihnen mir anschauen und Ihnen da auch wieder so einen ganz, ganz breiten und nicht in die Tiefe gehenden Überblick geben, den Sie dann selber in Übung und den folgenden Wochen ein bisschen vertiefen werden. Wir haben jetzt irgendwie gesehen, wir können mit JavaScript auf den DOM zugreifen, wir können sichtbare Dinge manipulieren. So richtig interaktiv wird es aber erst, wenn wir das Ganze nicht immer direkt dann machen, wenn die Webseite lädt, sondern wenn wir das zu den Zeitpunkten machen, wo es tatsächlich sinnvoll ist. Also wir wollen vielleicht nicht irgendwie direkt am Beginn, wenn die Webseite geladen wird, 50 neue Bilder vom Server laden, sondern erst, wenn der Nutzer oder die Nutzerin vielleicht auf irgendeinen Button klickt, der bitte lade 50 Bilder vom Server herunter heißt. Also wir wollen, wenn wir jetzt schon interaktive Webanwendungen implementieren, tatsächlich auch auf Interaktionen der Nutzer und Nutzerin reagieren. Und dazu brauchen wir diese Events. Da kann es jetzt sein, dass das, was wir uns jetzt anschauen werden, sich ganz grundsätzlich von dem unterscheidet, was gerade die Leute, die jetzt für den Digital Humanities Master hier sind, in dem Python-Kurs gemacht haben. Deshalb da nochmal ganz kurz die Frage an den Chat.
Rocket Chat, aber gerne auch in Twitch, ist dieses Konzept von eventbasierter Programmierung da irgendwo angesprochen worden? Also haben Sie schon mal in irgendeinem Kontext, in dem Sie Software entwickelt haben, auf irgendwelche Ereignisse reagieren müssen, die zur Laufzeit aufgetreten sind? Oder war das immer, ich schreibe irgendwie ein Programm, ich starte das Programm, das läuft einmal durch, wird beendet und das war's? Ist dieses Konzept von eventbasierter Programmierung schon mal irgendwo aufgetaucht? Okay, Sie kennen das aus Java zum Teil. Okay, ein bisschen auch im Kontext von Python. Da müssen wir es jetzt gar nicht irgendwie so stark vertiefen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben einmal irgendwie sowas deterministisches, terminierendes. Ich habe irgendwie ein Programm. Da sind eine Reihe von Befehlen definiert. Irgendwie Python-Code. Ich lese eine Datei ein, ich verarbeite die Datei, gebe das Resultat auf der Konsole aus und das Programm läuft von oben nach unten durch. Ich starte irgendwo, dann gibt es eine fest angelegte Anzahl an Schritten und irgendwann habe ich ein Ziel erreicht. Wenn wir jetzt über eventbasierte Programmierung reden, und das Konzept kennen ja jetzt die meisten von Ihnen schon, dann gibt es einen wesentlichen Unterschied. Mein Programm startet, ich initialisiere meine Anwendung und dann lege ich in meiner Software so Pläne an, die ausgeführt werden, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Ich warte darauf, dass irgendwie eine Taste gedrückt wird, dass irgendwo hingeklickt wird und dann führe ich diesen entsprechenden Code aus und danach verfalle ich wieder in diesen Wartezustand und mein Programm reagiert dann wieder auf das nächste Ereignis, was ausgelöst wird. Das ist dieser wesentliche Unterschied und diese eventbasierte Programmierung ist eben relativ häufig oder das vorherrschende Paradigma, wenn es über GUI oder wenn es um User Interfaces, grafische User Interfaces geht und ist auch das, wie wir in dem Browser mit unseren Webtechnologien interaktive Anwendungen gestalten werden. Also eventbasiert, nicht rein deterministisch terminierend. So eine JavaScript-Anwendung, die läuft mal und dann warten wir in der Regel darauf, dass irgendwas im DOM passiert, reagieren darauf und führen dann vorbereitete Befehle aus. Das kennen Sie auch schon dann wahrscheinlich, was irgendwie so das Konzept dahinter ist. In der Softwaretechnik oder im Software Engineering beschreiben wir als Ereignis irgendeine Information, irgendeine Aktion, die passiert, während die Anwendung läuft oder vom Benutzer verwendet wird. Das müssen nicht nur Nutzerinteraktionen sein, können auch andere Sachen sein. Und anstatt dass wir irgendwie das Programm linear durchlaufen lassen, gibt es eben diese Ereignisbehandlungsroutinen, die dann, wenn diese Ereignisse oder Events auftreten, anspringen und dann bestimmte Verarbeitungsschritte ablaufen lassen. Und genau das machen wir in JavaScript. Wir warten so lange darauf, dass irgendwas passiert und dann führen wir unseren Plan aus. Warten darauf, dass der Benutzer irgendwie auf einen bestimmten Absatz klickt und dann ändern wir dessen Farbe auf Rot oder so. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht, aber das ist das Prinzip. Ganz kurz dazu, wie das Ganze technisch implementiert ist im Browser. Ich habe ja schon gesagt, oder wir haben uns kurz irgendwie darüber unterhalten, ob jetzt irgendwie JavaScript interpretiert wird oder nicht. Das Wort ist auch gar nicht so wichtig, aber was wichtig ist, es gibt irgendwie eine Komponente im Browser, die diesen JavaScript ausführt. Also diese ganze Laufzeitumgebung, die Runtime oder die Engine, die JavaScript-Engine, die ihren Code dann ausführt. Und da gibt es einen Bereich, der in Form von so einem Event Loop ständig auf solche neuen Ereignisse wartet. Also da ist irgendwie so eine Schleife drin und immer wenn irgendwas im Browser passiert, dann wird diese Schleife oder wird dieses Ereignis an den Event Loop weitergegeben. Der verarbeitet das vollständig, informiert alle relevanten Stellen im Browser, die dieses Ereignis irgendwie verarbeiten sollen und verfällt dann wieder in diesen Wartezustand, bis das nächste Ereignis eintritt. Rest irgendwie mit Bubbling und Capture können wir uns vielleicht in der nächsten Woche anschauen, weil ich jetzt eigentlich noch mal ein bisschen was Praktisches mit Ihnen durchgehen möchte. Also
merken Sie sich einfach nur ganz vereinfacht, es gibt im Hintergrund so eine Komponente, die lauscht darauf, dass irgendwelche Ereignisse eintreten, sei es jetzt Interaktionen oder irgendwas Internes im Browser, und gibt das an die aufrufenden oder an die interessierten Stellen, zum Beispiel auch die DOM-Elemente, die da irgendwas mit anfangen könnten, weiter. Wir können ganz unterschiedliche Ereignisse kommunizieren mit diesem Event Loop, oder der Browser kommuniziert mit uns ganz unterschiedliche Ereignisse im Event Loop, nämlich nicht nur diese das DOM betreffenden Ereignisse, sondern auch solche Sachen, dass vielleicht das HTML-Dokument vollständig geladen worden ist, dass vielleicht irgendwie die Bildschirmgröße angepasst worden ist, dass vielleicht Nutzer und Nutzerinnen irgendwie Drag-and-Drop- oder Copy-and-Paste-Aktionen ausführen. Also alles, was so im Browser passiert, wird über Ereignisse dann tatsächlich kommuniziert. Und jedes Mal, wenn der Browser irgendwo so ein Ereignis kommuniziert, dann wird in der Regel ein Event-Objekt mitgeschickt. Das ist dann ein Objekt, in dem alle Informationen gesammelt werden, die dieses Ereignis, was da jetzt aufgetreten ist, tatsächlich beschreiben. Das kann zum Beispiel, wenn jetzt vielleicht ein Mausklick vor aufgetreten ist, die X- und die Y-Koordinate von diesem Klick sein. Also der Nutzer, die Nutzerin hat irgendwo hingeklickt, der Browser erkennt das, gibt dieses Event weiter, und mit diesem Event wird ein Objekt weitergegeben, was die Koordinaten, vielleicht die Maustaste und vielleicht irgendwie noch andere Informationen beinhaltet. Aber in der Regel können Sie davon ausgehen, dass wenn irgendwie ein Event auftritt im Browser und Sie in der Lage sind, den abzufangen, dann kriegen Sie auch solche Informationen mit, die dieses Event beschreiben. DOM-Events passieren in der Regel, weil mit einem bestimmten Element interagiert wird, also zum Beispiel klickt der Nutzer oder die Nutzerin auf ein bestimmtes HTML-Element, dann wird über diesem Element oder auf diesem Element entsprechend ein Event ausgelöst, der diesen Mausklick repräsentiert. Und wir können uns ganz gezielt innerhalb oder über diese DOM-Schnittstelle auch für solche Ereignisse interessieren und registrieren, die auf einem ganz bestimmten Element ausgeführt werden. Also wenn wir uns für Klicks auf irgendwie einen Absatz oder ein Bild interessieren, müssen wir nicht auf alle Klicks in dieser Webseite lauschen, wie wir dann gleich sehen werden, sondern wir können ganz explizit bestimmte Elemente, bestimmte Ereignisse auf bestimmten Elementen abfangen. Dieses Abfangen funktioniert in einem mehrstufigen Prozess. Sie überlegen sich erstmal, was wollen Sie eigentlich machen, wenn dieses Ereignis, wie zum Beispiel ein Mausklick auf irgendwie einen Button, eine Überschrift oder so, auftritt, und konzipieren erstmal diesen Plan. Also Sie bereiten irgendwie vor, was passieren soll, wenn ich jetzt irgendwie auf diesen Buchstaben oder diesen Button draufklicke. Und ein Plan in unserem Fall ist eine Funktion oder einfach ein Stück Code, das Sie schreiben und das erstmal nicht ausgeführt wird direkt, sondern einfach irgendwo in Ihrer Quellcode-Datei rumliegt und all die Befehle beinhaltet, die ausgeführt werden sollen, wenn dieses bestimmte Ereignis tatsächlich ausgelöst wird. Jetzt in dem Fall ist das eine Funktion, die heißt irgendwie F einfach nur. Da wird irgendwie ein Element selektiert und das Element wird eingefärbt, indem eine CSS-Klasse übergeben wird, die im Hintergrund hoffentlich irgendwie vielleicht den Hintergrund oder sowas setzt. Es ist völlig egal, was da steht. Das ist jetzt einfach unser Plan für den Fall, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Dann registrieren Sie den Event, und registrieren heißt in dem Fall, dass Sie das Element aus dem DOM rausfischen, auf dem dieses Ereignis ausgelöst werden kann oder das über dieses Ereignis informiert, und Sie verbinden dieses Element mit dem Ereignis und der vorbereiteten Methode. Es schaut dann im Code so aus, dass wir, wie wir gerade eben schon gesehen haben, erstmal das Element selektieren, das ist in dem Fall über diese Query Selector Funktion, dass wir dann auf diesem Element eine neue Funktion aufrufen, die heißt addEventListener, und die sorgt dann dafür, dass ein bestimmtes Ereignis, in diesem Fall der Mausklick, das Click-Event, mit einer bestimmten Funktion, jetzt in dem Fall die Funktion F, verbunden wird. Dieser erste Parameter Click
Der definiert, für welches Ereignis sie sich interessieren. Und da muss man wieder ein bisschen in der Dokumentation nachlesen, um herauszufinden, wie der Browser zum Beispiel so ein Mausklick-Event nennt. Das ist jetzt in dem Fall Klick. Und wie er vielleicht andere Typen von Events, irgendwelche Eingabe-Events, Hover-Events oder sowas beschreibt. Aber wenn wir uns für einen Mausklick interessieren, dann ist das der Name für das Ereignis, das relevant ist. Und wir verknüpfen oder wir übergeben diese Event-Art an die AddEventListener-Funktion und sagen, wenn dieses Event auftritt, dann ruf bitte diese Funktion auf. Das ist der Plan, den wir uns vorher zurechtgelegt haben. Und wir verbinden jetzt hier tatsächlich diesen Plan mit einem konkreten Event. Ganz wichtig, diese Funktion wird hier noch nicht aufgerufen. Also F wird nicht ausgeführt in dem Moment, sondern First Class Citizen, die Funktion hat einen Namen, wir können die als Parameter übergeben und dieses Event merkt sich dann, okay, wenn später mal auf mich draufgeklickt wird, dann weiß ich, ich soll diese Funktion hier aufrufen. Könnten jetzt noch beliebig viele weitere Funktionen für dieses Event registrieren. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und unser Element merkt sich dann, wenn ich später mal darüber informiert werde, dass ich angeklickt worden bin oder dass ich merke, dass irgendwie ich angeklickt worden bin, dann soll ich diese Funktion aufrufen. Das ist ein Callback-Prinzip. Wir sagen hier, wenn dieses Ereignis auftritt, ruf mich bitte durch Aufruf dieser Methode zurück. Und die dritte Phase von der Event-Verarbeitung ist erstmal einfach warten. Oder die zweieinhalbte ist das Warten. Irgendwann wird dieses Ereignis hoffentlich auftreten und dann wird automatisch diese Funktion aufgerufen, aufgrund der Tatsache, dass wir das hier miteinander verbunden haben. Zwischen diesen beiden Schritten, also zwischen dem Registrieren des Events und dem eigentlichen Ausführen unseres Plans, kann aber eine unbestimmte Zeit vergehen. Also als Programmierer oder Programmiererin wissen wir nicht, wann denn jetzt genau dieser Mausklick erfolgt. Also wann entscheiden sich Nutzer und Nutzerinnen tatsächlich dafür, dieses Element anzuklicken. Wenn die Anwendung initialisiert wird, legen wir schon mal den Plan zurecht und dann wartet unsere Anwendung so lange, bis dieses Ereignis irgendwann mal auftritt und führt dann entsprechend unseren vorbereiteten Plan aus. Das ist das Prinzip von eventbasierter Programmierung im Browser. Plan zurechtlesen, das Element auswählen, das das Ereignis auslöst, für das wir uns interessieren. Event-Listener über die entsprechende Methode registrieren und dann warten, bis dieses Ereignis tatsächlich auftritt. Vollständiges Beispiel nochmal. Wir haben die Methode vorbereitet, die aufgerufen werden soll, wenn das Ereignis auftritt. Nennt man dann auch Callback-Methode. Ja, das stand aber auch nichts Wichtiges an der untersten Stelle. Keine Sorge. Ich hoffe, man kann die Folie erkennen. Hier ist es ein bisschen wichtiger. Wir haben so diese Methode, in dem der Plan drin ist, den wir ausführen wollen, wenn ein Event auftritt. Wir nennen diese Methode auch Callback-Methode, weil die dann später aufgerufen wird, zurückgerufen wird, wenn dieser Event dann mal auftritt. Wir haben einen Parameter, den wir hier definieren können. Und weil diese Callback-Methode vom Browser aufgerufen wird später, wird der auch dieses Event-Objekt, was ich schon angesprochen habe, in diesen Parameter hineingeben. Also wenn später diese Callback-Funktion aufgerufen wird, auf Basis von irgendeinem Browser-Event, dann übergibt der Browser alle Informationen, die er hat über dieses Ereignis. Wenn das irgendwie ein Klick-Event ist, zum Beispiel, wie gesagt, die X- und Y-Koordinaten oder so, über diesen ersten Parameter. In der Funktion können wir dann hinschreiben, was wir eben so als Plan uns ausgedacht haben, wie wir auf dieses Ereignis reagieren wollen. Hier werden wieder irgendwelche Elemente manipuliert. Und damit das Ganze funktioniert, werden wir im Vorfeld, bevor dieses Ereignis irgendwie auftreten kann, diesen Event eben registrieren über die AddEventListener-Methode auf dem vorher selektierten Element. Beim Registrieren übergeben wir den Typen, also für welches Ereignis interessieren wir uns, ist immer noch der Click-Event, und eine Referenz auf die Callback-Methode, in diesem Fall eben dieses On-Element klickt. Ich glaube, das mit dem Observer-Pattern, das würde ich nächste Woche dann nochmal ein bisschen vertiefen. Das
ist jetzt nichts für irgendwie eine Minute, die uns noch bleiben würde. Und wir können uns dann auch das praktische Beispiel direkt in der nächsten Woche anschauen. Zumindest die von Ihnen, die jetzt dann auch gleich in der Übung dabei sind. Bei Martin haben dann eh nochmal Gelegenheit, sich das anzuschauen. Und wenn Sie nochmal sehen wollen, was wir jetzt irgendwie in ein paar Minuten hätten noch implementieren können, wenn wir ein bisschen Zeit gehabt haben. Das, was ich gerne mit Ihnen gemacht hätte, den Code, den habe ich auch auf Grips nochmal hochgeladen. Da können Sie sich den anschauen. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden in der Vorlesung in der nächsten Woche nahtlos da weitermachen und uns dann weiter durch JavaScript durchhangeln und immer ein bisschen komplexere Konzepte uns anschauen. Sie trainieren das jetzt erstmal in der Übung und wir schauen dann mal, wo wir gemeinsam in der nächsten Woche weitermachen können. Für die Leute, die jetzt irgendwie zufällig zu uns gestoßen sind, die Übung wird leider nicht gestreamt auf Twitch. Da benutzen wir ein internes Tool, weil das ein bisschen interaktiver ist und Twitch hat ja immer diesen Delay. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne mal den Zugang zu zumindest den Kursmaterialien verschaffen, aber das ist auch nicht so spektakulär. Ich poste gleich meinen Link in den Twitch-Chat, also bleiben Sie noch kurz da, nachdem ich jetzt hier gleich mich offiziell verabschiedet habe. Und wenn Sie wollen, können Sie dann gerne auch einen Blick auf die restlichen Kursmaterialien werfen. Ansonsten aber danke nochmal an Twitch und Rocket Chat und alle anderen, die zugeschaut haben, für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann tatsächlich nächste Woche wieder in der nächsten Vorlesung. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.